Der IS terrorisiert seit über einem Jahr im Nahen und Mittleren Osten. Wir haben alleine gestern wieder die Nachricht erhalten, dass ein sechstes Massengrab bei der Stadt Sinjar gefunden worden ist mit rund 120 Leichen, vorwiegend ältere Frauen. Der IS destabilisiert Syrien und Irak und ist damit auch Auslöser für die Flüchtlingsströme. Er trägt den Terror nach Europa. Und darüber hinaus, auch wir sind im Fadenkreuz. Seit September 2014 gibt es eine Koalition gegen den IS, der auch Deutschland angehört. Und sie unterstützt diejenigen, die am Boden gegen diese Terrorbande kämpfen. Deutschland unterstützt vor allem die Peschmerga im Norden des Iraks. Und einige Mitglieder der Koalition unterstützen diesen Kampf wiederum durch Luftschläge. Wir werden morgen verabschieden, erstens, dass wir Aufklärungsflugzeuge, sogenannte Recce-Tornados, nach Syrien und in den Irak schicken werden, die mit ihrer hochauflösenden Optik bei jedem Wetter Bilder vom Boden in Echtzeit liefern. Zweitens, im Rahmen unserer deutsch-französischen Satellitenkooperation setzen wir unseren Radarsatelliten ein. Die deutsch-französischen Satelliten zählen zu den weltweit besten. Drittens werden wir dem französischen Flugzeugträger, der vor der syrischen Küste eingesetzt ist, Geleitschutz geben und dazu eine Fregatte in den französischen Trägerverband integrieren. Viertens stellen wir für unsere Tornados und die Kampfflugzeuge der Verbündeten Luftbetankung zur Verfügung. Und wir entsenden fünftens Stabspersonal in die Hauptquartiere der Koalition. Dies, meine Damen und Herren, ordnet sich in einen breiten politischen Prozess ein. Zu Syrien haben wir im sogenannten Wiener Prozess alle für die Zukunft Syriens relevanten Staaten um einen Tisch versammelt. Das gilt für Frankreich, die USA, Russland, China, die Türkei, aber eben auch für Saudi-Arabien und den Iran, genauso wie für uns. Dieser Wiener Prozess, der unverzichtbar ist, hat zwei Ziele. Ja, auf der einen Seite den Kampf gegen den IS als oberste Priorität, aber auch einen Übergangsprozess für Syrien zu gestalten, der den völligen Zerfall aller Strukturen verhindert und der die Staatlichkeit erhält. Und damit dies klar ist, eine Zukunft mit Assad wird es nicht geben. Und eine Zusammenarbeit mit Truppen unter dem Kommando von Assad wird es auch nicht geben. Und die Tatsache, dass er seine Bevölkerung mit Fassbomben und Giftgas bombardiert hat, für diese Tatsache wird er sich verantworten müssen.